Willkommen bei Game Intercom Drake. Wir haben eine neue Arc, die wir beginnen können. Und zwar die Schlacht um Marineford Arc. Rookies versammelt euch Supernova. Nachdem sie Water 7 verlassen hatten, füllte sich die Crew in den unheimlichen Gewässern des mysteriösen Dreiecks. Dort traf die Crew auf das Skelett Brook, das die Totenreich Frucht gegessen hatte. Ich bin Tote Knochenbrook. Schön, euch kennenzulernen. Gemeinsam mit Brook, der seine von Gecko Moria, einem Mitglied der Sieben Samurai der Biere, gestohlenen Schatten wieder erlangen wollte, fuhr die Crew weiter zur Thriller Bark. Moriyas Insel. Die Crew konnte Moriya nach einem harten Kampf besiegen, aber Bartholomeus Bär, ein weiteres Mitglied der sieben Samurai, nahm ihre Tochter auf. Die Befehle der Marine folgend, wollte sich Bartholomeus Ruffy schnappen. Er ließ eine unglaubliche Salve an Angriffen los, die fast die Crew vernichtete. Sie konnten aber dieser gefährlichen Situation dank Zorros verzweifelten Verhandlungen entkommen. Du lebst noch? Wo ist er? Was ist passiert? Nichts. Pestblatt. Nachdem sie Brook als Mitglied der Crew bekommen ließen, kamen sie am Mittelpunkt der Grand Line, bekannt als Red Line, an. Als die Crew sich zum Sabadoi Archipel aufmachte, um sich auf die neue Welt vorzubereiten, trafen sie erneut auf den Fischmann Okta, gegen den sie einst im East Blue gekämpft hatten. Die Crew schüttelte den Streit mit Okta und ging unter seiner Führung am Sambawadi Archipel an und als sie aber ankamen, wurden sie wiederholt von Mitgliedern der Himmelsdrachenmenschen angegriffen. Die Himmelsdrachenmenschen sind Nachkommen der Gründer der Weltregierung und um sie zu verletzen, könnte zum sofortigen Einsatz der Marine führen. Inmitten des Aufruhrs wurde Okta angeschossen. Als Ruffy dies sah, war er außer sich und haute einen der Himmelsdrachenmenschen in die Luft. Die Nachricht über diesen Vorfall erreichte die Marine und die Crew wurde komplett umstellt. In dieser verzweifelten Situation tauchte ein mysteriöser Mann auf. Dieser Strohhut. Er steht jemandem wie dir. Ich hatte gehofft, dich zu treffen, Monkey D. Ruffy. So, wir können auswählen, entweder Law oder Kid. Wir nehmen Law. Unterdessen versammelten sich die Rookie-Piraten namens Supernova, auf die ein großes Kopfgeld ausgesetzt war, im Sabaody Archipel. Das ist übel. Anscheinend hat Strohhut Ruffy einen Himmelsdrachen ausgeschaltet. Uiuiuiui. Ist das Schiff startklar? Das haben wir gestern nicht. Ich gehe sofort rüber zum Schiff. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Admiral loszieht. Drake macht das Schiff einfach zum Aufbruch bereit. Jawohl, sofort. Okay, wen nehmen wir? Captain Hawkins! Ruhe. Heute ist nicht der Tag, an dem ich sterbe. Kid, hast du gesagt, er hat einen Himmelsdrachen geschlagen? Im Ernst? Ich habe gehört, er ist ziemlich irre, dieser Strohhut Ruffy. Ich bin gerade nicht in Stimmung, mich mit dem Admiral anzulegen, aber ich werde ihn grüßen. Law? Chirurg des Todes? Ha, anscheinend habe ich etwas ziemlich Amüsantes übersehen. Der Strohhut, was? Sehen wir uns doch mal an, wie er aussieht. So, Belagerung der Gruppe Marinesoldaten gebrochen, das wäre der Sieg. Niederlage wäre beliebiger Verbündeter der Gruppe der Supernova besiegt. Erste Mission verpasste Marinekommandant und Co. eine Abreibung.
Erstmal Leben aufpumpen hier. So. Setzt die Segel. Die Marine agiert schneller, als ich je erwartet hätte. Hey, Drake. Willst du mir helfen? Chirurg des Todes, Trafal Galau. Mach dir um mich keine Sorgen. Wir müssen nur durchbrechen. Mann, der Typ ist echt unfreundlich. Kampftodesrate 0%. Mann, wie nervig. Jetzt müssen wir uns wohl um sie kümmern. Capone Gang Bege. Ich sehe unseren Todesschatten nicht. Dämonengesicht. Deine Kraft finde ich echt widerlich, Magier Basil Hawkins. Männer, seid ihr bereit zu kämpfen? Jawohl. Sie haben bereits verloren. Der Unterschied in militärischer Macht ist groß. So, auf ins Gekloppe. Die Gruppe Marinesoldaten umstellt die Gruppe Supernova. So, besiegt die Versteckung der Marinesoldaten und überfalle Kit. Ja, 13, 350. Aber da muss ich erstmal da rüber, ne? So, Lau hat Mangroven Jungfrauenwald erobert. Mal kurz hier rüberlaufen. Danke. そこまでだ。
Als ob ihr eine Chance hättet hier. Item. So, Lord, werft erobert. So, pass auf, das ist eine Million Berry Rookies auf. Der hier ist der frühe Konteradmiral Drake. Wir müssen sie erledigen, bevor der Admiral hier ankommt. So, nächstes Gebiet. Bisschen weiter weg. Ich möchte da hinten hin. Über die Brücke, okay. Dann laufen wir da auch mal schnell hin. Ach, warte, jetzt muss ich retten, ne? Ja. Weiter. Pup. So, Erfolg. Item. So, Hawkins und Co. haben sich zurückgezogen. Lass sie nicht entkommen, hinterher. Item. Der Feind hat sich wohl zurückgezogen. Toll, ziehe weiter. Das war's, oder? Kit hat begonnen, auf der Suche nach Ruffy zum Wald des Gesetzlosen vorzudringen. Begib dich mit Kit zum Zielgebiet. Item. Wenn man sieht, wie diese Marinesoldaten sich benehmen, würde ich sagen, dass wir eine Strohhut in dieser Richtung finden. Zielgebiet. Wie viel von Marinesoldaten gibt es noch? Ich weiß, dass sie in der Nähe sind, aber kommen wir noch nicht näher ran. Wir sind nahe dran, aber wir sind zu viele Gegner. Wir kommen nicht weiter. Blau und Kit haben das Zielgebiet erreicht. Du bist also auch zu Strohhut, was? Ja, mit einfach sehen, wie voll der wirklich ist. Oh, Bartholomew Mios Bär ist aufgetaucht.
排除する。ラジオ刻んでやる。俺の名を知ってんのか。この島に七部会が。こらわるがてめえ、邪魔するな。消されたいよ。俺に命令してるな。タクト。楽にしてやる。タクト。タクト。カウンター。ここからレーザーだと。噂に聞いてたのと随分違えな。すぐに終わる。セルベ障害を排除する。よえタクト。タクト。ルータクト。ルータクト。So, wer ist besiegt? Wir haben sie wohl nochmal abwehren können. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal gegen die sieben Samurai in Amerika kämpfen würden. War das der echte Bär? Naja. Als nächstes ist der Strohhut gut dran. Ah, shit. Schade. Ist geil. So, wir haben noch freigeschaltet. Kann jetzt hier im Schatzblockbuch gespielt werden. Kit ist freigeschaltet. Und Freischaltanforderungen von Marco sind verfügbar. Schauen Sie dir den Charakter Freischaltungsanforderungen an. Okay. Tja, damit haben wir Kapitel 1 erledigt. Kapitel 2 im nächsten Video. Bis dorthin. Euer Gamer Tim Drake.